Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Wars Old Republic mit unserer tapferen helle Seite Marodeurin. Und jetzt benutzen wir mal unser Holo-Terminal und gucken, wie es weitergeht. Der Zaun erhebt sich. Darth Ekich wird sich ihrem Bruder nicht anschließen. Ja, indem wir Barras Schwester zum Schweigen gebracht haben, wird unser Feind noch wütender. Aber er hat noch andere Pläne, die scheitern müssen. Das wichtigste Mitglied des Rats der Sith, das sich gegen Barras Versuch, die Stimme des Imperators zu werden, gestellt hat, ist Darth Wovron. Wovron steht im Kampf um Corellia an vorderster Front. Und Barras untergräbt heimlich seine Bemühungen. Er hofft darauf, Wovrons Scheitern oder seinen Tod herbeiführen zu können. Was bringt es Barras, Wovron zu töten oder scheitern zu lassen? Das Pendel schwingt durch Wovrons Gewicht. Wovron ist der Einzige, der die standhaften Ratsmitglieder zusammenhält. Barras Versuche, die Corellia-Kampagne zu schwächen, müssen vereitelt werden. Das Armageddon-Bataillon des Imperiums wurde nach Corellia geschickt. Aber Barras hat es nach Hoth umgeleitet, wo seine Kampfkraft reine Verschwendung ist. General Greist hat das Kommando. Er muss davon überzeugt werden, Barras Befehl zu missachten und das Armageddon-Bataillon nach Corellia zu bringen. Berichtet mir über den General. Kann man ihn leicht überzeugen? Ich habe einige Zeit mit General Greist zusammengedient. Er ist ein harter Brocken und äußerst störrisch. Widerstand ist inakzeptabel. Das Armageddon-Bataillon muss verlegt werden. Tut, was nötig ist, um dafür zu sorgen. Klasse! Zurück in die Tiefkühltruhe. Hoth ist groß, mein Sith Lord. Es könnte sehr lange dauern, Greist zu finden. Commander Slint ist Barras Handlanger dort. Er wird wissen, wo das Armageddon-Bataillon zu finden ist. Ah, ja. Hervorragende Idee. Barras geht mit seinen Untergebenen natürlich nicht gerade zimperlich um. Wenn Slint nicht bereits beseitigt wurde, ist er eure beste Spur. Dann suchen wir unseren alten Freund mal auf. Also, wieder zurück nach Hoth. Ah, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich diesen Felsen nie wiedersehen muss, aber naja, egal, gut. Mutter. Aber wir nehmen so jetzt mal Pierce mit, wenn er diesen Greist. Wo wird gekämpft? Kennt. Dann könnte er vielleicht eine Hilfe sein. So, wo ist er denn jetzt? Alles klar. So, der Ausbilder sagt, oder da steht, dass er was zu tun hat. Kein Jedi wird gegen euch bestehen. Merkt euch, Frieden gibt es nicht. Ja. Frieden gibt es nicht, blablabla. So, wann bin ich jetzt hier überhaupt noch richtig? Ja. Ihr, habe ich es mir mit Darth Barras verscherzt? Was auch immer ich getan habe, ich mache es wieder gut.
Er will, dass ihr sterbt. Nein, Bruder, ich arbeite nicht mehr für ihn. Ihr habt nichts falsch gemacht, Slint. Ich bin auf der Suche nach General Greist und dem Armageddon-Bataillon. Oh, ich weiß, wo sie sind. Aber, Barras hat mir ausdrücklich gesagt, dass ihr Einsatz geheim ist. Und dass ihr mich tötet, wenn ich das jemandem verrate. Wenn nicht, töte ich euch. Lügen, mich hat er damit nicht gemeint. Ich beschütze euch vor Barras. Irgendetwas sagt mir, dass ich Barras sowieso eines Tages enttäuschen werde. Wenn ich durch meine Hilfe also euren Schutz bekomme, bin ich dabei. General Greist und seine Leute haben den Befehl, sich in einem Höhlensystem nicht weit von hier zu verschanzen. Hier sind die Koordinaten. Barras hat Commander Lanklin per Holo erwürgt. Was soll ich machen, wenn er sich das nächste Mal meldet? Nicht rangehen. Ignoriert ihn einfach, ja? Sprecht einfach nicht mit ihm. Lasst ihn herkommen, um euch zu töten. Richtig. Mir fällt da noch was anderes ein. Fehlt unentschuldigt. Klingt noch besser als tot. Bis dann, mein Sith Lord. So, wo muss ich denn jetzt hin? Alles klar. Er hätte natürlich auch zu mir an Bord kommen können und dann wäre er Teil der Crew gewesen und dann ist gut. So. Das könnte glatt da hinten sein. Toll, jetzt rennt hier ein einzelner Kampfsoldat einsam und alleine durch die Eiswüste. Alles in Ordnung? Boah, ich bin gut, alles gut. General, die Männer werden nervös. Irgendjemand hat die Piratenpräsenz hier fast vollständig dezimiert. Es gibt keinen dringenden Grund mehr, Militär auf Hoth abzustellen. Wir hatten uns auf Corellia vorbereitet, wo der echte Kampf stattfindet. Und jetzt beschützen wir diese Höhlen vor Vampas? Glaubt mir, Captain, ich verstehe euch. Versucht, die Männer ruhig und kampfbereit zu halten. Ich gehe davon aus, dass uns unser wirklicher Zweck hier noch mitgeteilt wird. Der Befehl, uns hier zu verschanzen, kam von ganz oben. Ich bin hier, um den Befehl aufzuheben, General. Ihr müsst das Armageddon-Bataillon sofort nach Corellia bringen. Meine Befehle kommen direkt von Darth Barras. Welche Autorität hat euren Einsatz genehmigt? Meine eigene Greis töten, seine Tage sind gezählt, wir verlieren Corellia. Ihr werdet im Krieg gebraucht, Greist. Euer Einsatz hier ist ein Fehler, von dem sich das Imperium vielleicht nicht mehr erholt. Ihr bringt mich in eine missliche Lage, mein Sith Lord. Ungehorsam gegenüber dem Rat der Sith kommt Hochverrat gleich. General, wir haben schon oft in der Zwickmühle gesteckt. Kommt euch das hier richtig vor? Was könnte an diesem Eisblock wichtiger sein als an Corellia? Ihr redet, wenn ich es sage, Captain. Ganz egal, was unser Bauchgefühl sagt, wir sind nicht in die langfristigen Ziele von Darth Barras eingeweiht. Hört auf den Captain, Greist! Tief im Innern wisst ihr, dass es richtig ist. Soldaten sterben, während ihr hier herumsitzt. Captain. Ja, General. Die Leute sollen sich bereit machen. Wir rücken nach Corellia aus. Ja, Sir. Also, Sith, seid ihr jetzt zufrieden?
Irgendwann werdet ihr erkennen, dass ihr das Richtige getan habt, Greist. Und jetzt macht euch auf den Weg. Zur Luftschleuse auf... Okay, gut. Wie gibt es zur Luftschleuse? Warum nicht gleich direkt aufs Schiff? Vielleicht hätte ich ja doch gleich in die Kantina transportieren sollen. Oder teleportieren oder Schnellreise machen oder wie auch immer. So, mal gucken, was jetzt gleich kommt. Auch jetzt. Für jemanden, der explodiert ist, seht ihr ziemlich gut aus. Eure Sklaven haben auch ganz anständig gekämpft. Darth Baras und ich werden sie gut zu nutzen wissen. Baras ist die wahre Stimme des Imperators, wisst ihr? Bald wird er seinen rechtmäßigen Titel einfordern. Ich habe andere Informationen. Ich arbeite nun für die Hand des Imperators. Und Baras stellt sich offen gegen den Willen des Imperators. Lügen werden euch nicht retten. Als Baras euch ausgebildet hat, hat er sich zurückgehalten. Aber mir hat er alles beigebracht. Und Darth Vengeance zeigte mir dunkle Geheimnisse, von denen nicht einmal Baras weiß. Meine Ausbildung war abgeschlossen. Ihr macht euch etwas vor. Es gibt nichts, was ich nicht weiß. Baras denkt voraus. Schon bevor er euch als Schülerin angenommen hat, wusste er, dass ihr für ihn den Sündenbock spielen würdet. Ich hingegen wurde von Anfang an darauf vorbereitet, sein General zu werden. Um sicherzugehen, dass ihr diesmal auch wirklich tot seid, werde ich euren Kopf mitnehmen. Dritte Passage oder stirbt, tut mir leid, den brauche ich noch. Meinen Kopf habe ich am liebsten da, wo er hingehört. Auf meinem Hals. Viele verstecken ihre Angst hinter Humor. Zeit zu beenden, was ich angefangen habe. Schlagt euch ja nicht schlecht. Tut mir leid, euch die Illusionen zu rauben, aber ich habe ein Geheimnis. Man kann mich nicht töten. Wollt ihr mir weismachen, dass ihr unsterblich seid? Ich wurde aufgeschlitzt, ausgeblutet, in den Weltraum gejagt. Ich habe überlebt und bin noch stärker geworden. Verletzt mich. Tut euch keinen Zwang an. Oh, 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 oh. Oh.
hartnäckig. Es wird Zeit, zur Sache zu kommen. Wie oft muss ich die überlegen, noch umhauen? In Ordnung. Ihr müsst wohl der größte Glückspilz in der Galaxis sein. Aber Darth Baras wird dafür sorgen, dass eure Glückssträhne ein Ende hat. Ihr seid geschlagen, Drak. Ergebt euch, dann werde ich euch nicht töten. Ich will euer Mitleid nicht! Er wird da unten verkokeln. Ich könnte ihn erschießen und ihm die Schmerzen ersparen, aber warum sollte ich? Verarztet lieber die anderen und bringt sie wieder auf die Beine. Ich bin dabei. So. Den sind wir wohl los, wa? So viel dazu, dass er unsterblich ist. Eine Freude. Ich hoffe, Sie haben einen fantastischen Tag und fühlen sich nicht danach... Zorn, Diener 2 hat gespürt, dass Baras Schüler Drak anwesend ist. Im Leben verborgen, im Tod verkündet. Anscheinend weiß unser Feind, dass ihr am Leben seid. Wir haben das Überraschungsmoment verloren. Baras ist ein Meister der Informationsbeschaffung. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er die Wahrheit erfahren hätte. Ihr wisst viel über ihn. Darth Vovron erhält seine Verstärkung für Corellia. Zusammen mit dem Verlust von Drak wird das Baras zur Weißglut bringen. Er wird seinen Griff verstärken. Ihr stört weiterhin Baras Pläne. Ihr werdet nun dringend auf einem Planeten namens Voss gebraucht. Was sollte ich über diesen Planeten wissen? Er ist weitgehend unerforscht. Wir haben noch nicht lange Kenntnis von diesem Planeten und seinen Bewohnern. Baras hat auf Voss vor vielen Jahren die Grundlage für seinen Aufstieg zur Macht gelegt. Wir erklären alles, wenn ihr dort seid. Alles klar, dann geht es jetzt nach Voss. Ich habe an der Voss-Raumstation angedockt. Dunkelheit, die zum Schweigen bringt, wartet. Zorn, Voss ist eine seltsame Welt. Sowohl das Imperium als auch die Republik kämpfen um die Unterstützung des Planeten im Krieg. Die Voss sind Fremden gegenüber misstrauisch und gewähren nur eingeschränkt Zutritt zu ihrem Planeten. Ihr benötigt eine offizielle Genehmigung, um dort landen zu können. Wir haben Darth Zerevin kontaktiert, den Abgesandten, der die Voss zu überzeugen versucht. Er glaubt, dass ihr ihm helfen wollt. Was weiß er über mich und meine Mission? Nichts. Helft ihm, wenn ihr es wünscht. Das ist uns egal. Ihr stoßt vielleicht auf Voss, die etwas von eurer Mission wissen. Sie sind machtsensitiv und die Begabtesten unter ihnen
haben Zukunftsvisionen. Die Deutung der Voss-Visionen ist manchmal fehlerhaft. Das stimmt. Als das Imperium vor Jahren Voss entdeckte, entsandte der Imperator die Armee, um den Planeten zu belagern. Die Seher vereitelten, was sie als einfachen Eroberungsversuch voraussahen. Aber die Priorität des Imperators war es, einen Voss-Seher als Körper für die Stimme des Imperators gefangen zu nehmen. Dann ist dieser Seher der Beweis, dass Darth Barras nicht der ist, für den er sich ausgibt. Der Zorn wird den Beweis finden. Die wahre Stimme begab sich auf eine Pilgerreise, um mehr über die mächtige Präsenz der dunklen Seite hier auf Voss zu erfahren. Seitdem hat man nichts mehr gehört. Die Stimme ist verstummt. Ihr müsst die Schritte der Stimme verfolgen. Herausfinden, was ihr zugestoßen ist, und sie befreien. Vielleicht wurde die Stimme getötet. Die Stimme kann nicht sterben. Wenn der Körper des Wirts erlischt, wäre die Essenz des Imperators wieder frei und würde zu uns zurückkehren. Wir können unsere Stimme nicht verlieren. Die Stimme hat einen Voss-Einsiedler namens Madagaru aufgesucht. Für eine Audienz mit Madagaru musste die Stimme Lichtsignale entzünden, die rund um Voska, die Hauptstadt der Voss, verteilt waren. Dieser Einsiedler war der Letzte, der die Stimme gesehen hat. Findet heraus, was er weiß. Gut, aber jetzt wollen wir noch mal kurz hier mit den Leuten schnacken, wie Pierce und Quinn. Die Pläne für den Angriff auf die Bastion nehmen Gestalt an. Tanido hat die Waffe. Aber die richtige Bewaffnung ist nur der Anfang. Über die Truppenstärke müssen wir uns auch Sorgen machen. Das ist Lorands Aufgabe. Jetzt Captain Lorand. Beziehungen haben mir einen guten Posten auf Balmorra gesichert. Bei den Tarnkommandos werden die Regeln oft etwas freier ausgelegt. Lorand könnte da helfen. Sie ist hübsch und hat es mit Worten. Die Leute mögen sie. Ein hohes Lob von einem Mann wie euch. Ich zähle nur die Fakten auf. Andere würden noch viel mehr erzählen. Moff Galvan hat einen Narren an Lorand gefressen. Er geht bald in den Ruhestand, könnte uns aber eine Armee geben, wenn ihm danach ist. Ich habe Lorand zu unseren Chancen befragt. Sie glaubt, sie kann den alten Mann überzeugen. Mit ein paar Gefälligkeiten. Wieso ist Moff Galvan denn so begeistert von Lorand? Lorand hat als Lieutenant mal einen Abend mit Moff Galvan verbracht. Morgens war sie dann schon Captain. Und das merkt man ihr jetzt an. Sie hat mir tatsächlich befohlen, mich bei ihr zu melden. Dann mache ich das besser mal, was? Es muss einen anderen Weg geben. Moff Galvan hat Ressourcen, aber was er verlangt, ist unmöglich. Die Gefallen, die ich ihm schuldig wäre, gehen weit über jegliches Pflichtgefühl hinaus. Das hat euch noch nie aufgehalten, Captain. Der Alte ist einfach verdorben. Und die Zeit war nicht sehr gut zu ihm. Verzweifelte Zeiten verlangen nach verzweifelten Maßnahmen, Captain. So verzweifelt nun auch wieder nicht, mein Sith Lord. Nicht, wenn ich Alternativen bieten kann. Das ist die Bastion. Taufrische Kadetten und aufgemöbelte Artillerie helfen uns hier nicht. Ihr wart mal beim Tarnkommando, bevor euch euer neuer Rang zu Kopf gestiegen ist. Erinnert ihr euch? Wir tun, was notwendig ist, um den Auftrag zu erledigen. Manche von uns mehr als andere. Ich kontaktiere Moff Galvan. Es wird Verstärkung da sein, wenn ihr sie benötigt. Ich möchte jetzt nicht Lorand sein. Der Captain ist selbst schuld. Wie man sich bettet, so liegt man. In einem Bett mit Moff Galvan? Das will ich mir gar nicht so genau vorstellen. Wir haben noch ein Problem. Die Sicherheit. In der Bastion wird es sehr viele Systeme geben.
Das Tarnkommando hatte auch einen Mann für diesen Bereich. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich ihn finde. Gut, und jetzt quatschen wir mal mit Quinn. Mal sehen, was der von uns will. Wahrscheinlich wieder wegen Moff Breusk. Ich habe gerade die Treibstoffeinspritzung des den demenzkranken Irren. Mein Sith Lord, die Holo-Übertragungen von Moff Breusk nehmen zu. Langsam stören sie unsere Arbeit. Alles ist so zusammenhanglos. Ich schätze, dass er wohl unter einer Art von Demenz leidet. Ich habe ihn auf dem Holo. Ich glaube, es bedarf eurer persönlichen Aufmerksamkeit, um die Situation zu retten. Dann sehe ich mir diesen Idioten mal selbst an. Hier ist er, mein Sith Lord. Verdrückt habt! Euer neuer Käfig wird kleiner sein und enger, wie ein Sarg. Eine Urne. Ich werde euch in einem Medaillon um den Hals tragen. Er wird nicht aufhören, mein Sith Lord. Er hat nicht mal bemerkt, dass ich ihn auf Bereitschaft gesetzt habe. Drakenwell hat es bewiesen. Mein Ruhm gehört mir. Mir! Ihr seid ein Niemand! Ah. Der Mann hat komplett den Verstand verloren. Wie ich schon sagte. Wo ist mein Blaster? Ich schieße euch ins Gesicht. Eigenhändig. Und nochmal! Drakenwell wird euch nicht retten. Ich könnte Balmora in die Luft jagen. Diesmal jage ich Balmora in die Luft. Moment. Was? Fort? Wo ist er? Da ist ein Ziff. Warum habt ihr mich weitergeleitet, Rotschnick? Ich werde euch auch nach Balmora verfrachten. Rotschnick ist sein Kommunikationsoffizier. So läuft das ständig. Rotschnick? Hört man mich? Hört man mich? Ja oder nein? Ich sehe nichts. Ist das defekt? Ich sehe nur einen Ziff. Ihr seht einen Sith, weil ihr mein Schiff kontaktiert habt. Euer Schiff? Ich habe mit... Wartet! Ihr habt es gewagt, den Admiral zu befreien? Habt ihr den Verstand verloren? Er nennt mich Admiral Stinkstiefel. Er glaubt wohl, das sei mein wirklicher Rang und Name. Wisst ihr denn nicht, dass er die Schlacht von Talai verloren hat? Breusks erster Kommandoeinsatz, noch vor meiner Geburt. Es war sein Fehler, der es den geflohenen Jedi-Zielen ermöglichte, vor der Bombardierung von Taris zu fliehen. Alte Geschichte. Breusk war noch nicht mal geboren. Er hat die Glory-Raumstation sabotiert. Verflucht doch mal! Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich höre ihn. Er spricht. Sein Ungehorsam ist tödlich. Lähmend! Er bedroht das Imperium und ihr tut nichts! Oh Mann. Breusk, ihr seid als Kommandant nicht mehr fähig. Ihr gefährdet das Imperium. Bitte legt euer Kommando nieder. Mir geht es gut, Ziff. Ich rege mich nur über diese Geißel auf, die uns alle bedroht. Sobald sie vernichtet ist, ist alles wieder gut. Ich befehle euch, ihn mir zur Hinrichtung auszuliefern. Sofort. Jetzt. Hört ihr? Beendet die Übertragung, Quinn. Sofort. Er muss ein für alle Mal ausgeschaltet. Solange Breusk das Kommando hat, ist das Imperium in großer Gefahr. Ich muss das Oberkommando drängen, etwas wegen ihm zu unternehmen. Wenn ich irgendwie helfen kann, werde ich es tun. Wenn ihr eine Aussage machen würdet, wäre das schon hilfreich. Danke. Der Typ hat echt nicht mal Schrauben an der Kapuze. So, also. Jetzt beende ich hier erstmal den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part unten auf Voss wieder. Und wenn es euch gefallen hat, seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.